Weiter im Programm, nächste Mission. Erstmal kriegen wir unsere Rankings. Geisttöter, Nahkampfkommando, Pistolenexperte, Tarnungsexperte, Spaltschütze, was eigentlich was ganz anderes bedeutet. Pistolenprofi, Gewehrschütze. Spaltschütze ist für mich, weiß ich nicht, ein Jungfrauenknacker. Das ist ein Spaltschütze. Viadukt Reglino. Reglino, das tödliche Eisenbahngeschütz, befindet sich auf einem Viadukt und stellt eine Bedrohung für die Einheiten der Partisanen sowie für etwaige Streitkräfte der Alliierten dar. Mein Gott, es ist spät. Die Partisanen möchten, dass du das Eisenbahngeschütz neutralisierst. Wie? Bleibt dir überlassen. Darüber hinaus verlangt der britische Geheimdienst, dass du Nachforschung zu einem abgestürzten Aufklärungsflugzeug durchführst, bevor den Nazis eine Aufnahme in die Hände fällt. Hört sich ja an wie eine locker flockige Mission von einer halben Stunde. So, 5 Dollar. Und hier ist ein Ausrufezeichen, weil wir ein Upgrade haben. Nö. Wir haben das Gewehr ja auch kaum benutzt. Trotzdem habe ich bei den Upgrades da auch nichts rausgeholt. Für leisere Abschüsse mit dem Gewehr. Das finde ich gut. Ah, erstmal wieder mit Leuten im Lager reden. Jedenfalls in irgendeinem Lager. Wir haben jetzt diese Dame kennengelernt. Es muss ja eine Frau sein, die den Widerstand anführt. Was soll es anderes sein? Sie könnte noch schwarz sein zusätzlich. Sie haben mich schnell an der Burg gefunden. War das ein Test? Ob ich Ihrer Sache verpflichtet bin? Unsere Leute sollten hingerichtet werden. In der Vergangenheit war nicht immer Verlass auf die Alliierten. Ist es das, was Sie wollen? Sie testen. Probieren Sie es. Na gut. Ein Eisenbahngeschütz steht am Viadukt. Es hat viele unserer Leute getötet. Und wenn die Alliierten kommen, wird es auch viele Ihrer Leute töten. Warum haben Sie es nicht selbst außer Gefecht gesetzt? Betrachten Sie es als Herausforderung. Mit Lucio reden. Ah, der Scharfschütze. Mein Name ist Lucio. Ja, Lucio, aus der alten Burgruine. Der Engel hat euch rechtzeitig gerettet. Ja, er. Das hat sie. Sie ist ein barmherziger Engel, hm? Naja, eher ein Racheengel, wenn ich mir die Anzahl der getöteten Faschisten so ansehe. Mag sein, aber sie tötet nur böse Männer, hm? Und was ist mit ihnen? Töten sie auch nur die Bösen? Aber ja doch. Alter! Du bist so useless! Karl, Sie haben ein Englein gehört. So ist es. Passen Sie auf. Ich habe einen Informanten namens Dorfmann. Weit oben in der Nazi-Hierarchie. Kann man ihm trauen? Nun, bisher war er stets eine verlässliche Quelle. Angeblich gibt es ein größeres Munitionsdepot in der Nähe des Viadukts. Und Sie wollen, dass ich es zerstöre? Da fragen Sie noch.
Der und sein Kompass, ey. Wahrscheinlich irgendwann am Ende wird uns noch eine theatralische Geschichte erzählen über seinen Kompass und seinen Vater, der den wahrscheinlich im Bürgerkrieg von Amerika getragen hat, immer bei sich. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs, Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Amerikanischer Aufklärer über der Gelino abgestürzt. Konstruktion streng geheim. Unbedingt Piloten samt Luftaufnahmen finden. Außerdem Flugzeugwrack zerstören. Ende. Hab verstanden. Ende. Der bedient auch das Funkgerät so, als wenn es ein Bildtelefon wäre. So, Eisenbahngeschütz. Flugzeug ausfindig machen, Pilot finden. Da ist unser Landungspunkt. Finde und zerstöre das Munitionslager. Und das Munitionslager da oben auch. Also ich finde bis jetzt eigentlich die Mission nicht schlecht. Vor allem, ich weiß gar nicht, es ist 1944, glaube ich, oder 43. Die Eisenbahngeschütze wurden schon eingestampft zu der Zeit. Ich muss irgendwie an dieses Eisenbahngeschütz rankommen. Weil sie einfach absolut useless waren. Wie? Ah, guck mal, das sieht doch mal echt hübsch aus. Vom Setting und alles. Und von den Überstrahleffekten, die mir gerade die Augen aus dem Gesicht brennen. Also man merkt schon an Gesichtsanimation so ein... Klar, es ist kein AAA-Titel, aber es ist doch super... Also, ich als jemand, der Sniper Elite 3 gut fand, bin von Sniper Elite 4 bis auf die KI natürlich positiv... positiv überrascht. Und ich denke mal, alle, die die Serie vorher gespielt haben, die werden auch hiermit absolut zufrieden sein. Kontrollpunkt sichern. Aber sonst hat sich der Titel echt gemacht, ey. Kann man nichts gegen sagen. Machen die Sprengungen hier in den Bergen und das übertönt dann meine Schüsse. So, ich will mal darauf tippen, dass von da oben eine ordentliche Position ist. Ist mir langweilig. Langweilig? Wie kann dir langweilig sein? Sieh dir doch nur diese Landschaft an. Schon mal in Berchtesgaden gewesen? Da ist es schön. Wie konnte ich das vergessen? In Deutschland ist es schöner als irgendwo sonst auf der Welt.
Also irgendwo da muss noch einer sein. Ich kann nicht glauben, dass du ihn nicht gesehen hast. Nicht schon wieder der Wolf. Ich sag's dir, frech wie Oscar. Das ist ein Zeichen, ganz bestimmt. Ja. Wenn du meinst, ich persönlich hätte ihn als Zielscheibe benutzt. Weil du ein Barbar bist. Du hast keinen Sinn fürs Erhabene. Naja, zu der Zeit haben wir die Wölfe, glaube ich, noch nicht ausgerottet in Deutschland oder geschweige denn in Italien. So, der geht jetzt nach vorne. Was reden die miteinander? Pass mal auf. Sie dort, Gefreiter. Herr Oberleutnant, waren Sie bei der Lagebesprechung? Jawohl, Herr Oberleutnant. Gut, dann wissen Sie ja, dass Sie wachsam bleiben sollen. Jawohl, der Widerstand. Ich weiß, Herr Oberleutnant. Nicht nur der Widerstand, Mann. Nicht? Spione, Mann. Britischer Geheimdienst, amerikanischer. Ja, natürlich, Herr Oberleutnant. Diese abgeschossene Maschine war keine Eintagsfliege, Gefreiter. Die Alliierten zeigen ein ungesundes Interesse an dem, was wir vorhaben. Ich verstehe und bleibe wach. Oh, nächstes Mal bin ich betrunken, wie ich das Spiel spiele, ey. Das ist einfach... Oh. Ja, Herr Oberstleutnant. So. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Jeder Schaden in der Leiche sorgt dafür, dass die Sprengladung hochgeht. Schönes Bild dafür übrigens. Ich dachte nur, das hier wäre eine bessere Position. Oh, um 1850 wurden die Wölfe schon ausgerottet, wird gerade im Chat gesagt. Das ging aber schnell damals. Böhm geht kein Risiko ein. Jägertruppen, Heinz Pfister. Ehemaliger Abfahrtsläufer. Ich bin es leid, darauf zu warten, dass etwas passiert. Willst du wirklich, dass was passiert? Achtung! Sprengung! Achtung! Projektil!
Das wurde wohl nicht mehr übertönt. Ja, jetzt haben sie mich gesehen, die Penner. Da muss ich das eben so erledigen. Ach Scheiße, da kommen noch welche von hinten. Na, dann kann ich das vergessen, das so zu erledigen. Was war das? Das war wahrscheinlich ein Stein. Vermutlich. Hey, ein Stein ist dahin geflogen. Das andere Ziel ist da plötzlich vollkommen uninteressant. Oh, guck mal, was für ein schöner Stein. Oh, dich hat noch irgendwas am Kopf getroffen. Oh, dich anscheinend auch. Zwei schlimme Unfälle hintereinander. Oh, guck mal, noch ein Stein. Der fehlt mir noch in meiner Steinsammlung. Ach, Scheiße. Du fantasierst. Genau, du fantasierst. Steine fliegen nicht einfach rum. Und wenn ich es dir sage, der Stein ist wirklich geflogen. Guckt euch alle diesen Stein an. Verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Ich wünsche, ihr hättet eine Granate. Ach, das bildest du dir ein. Der Chat fragt schon, wie viele Steine habe ich? So viele, wie ich essen kann. Wir sind wirklich nahezu unendlich. Also beziehungsweise der Stein ist unendlich. Er findet immer wieder Steine auf dem Boden. Jetzt tut doch nicht alle so, als wenn ihr noch nie erlebt habt, dass jemand gestorben ist in eurer Umgebung. Ich glaube, genau das tue ich gerade. Er ist tot. Boah, dämliches Geländer. Wie viel Schaden machst du mit einem Stein? Ich glaube gar keinen. Wenn ich ihn treffe, sagt er einfach nur, oh, irgendwas hat mich getroffen.
schwammig! Was zur Hölle? Mach eine Explosion. Ich möchte gern feuern. Danke. Und dann ist sein Gehirn einfach über meinen Kopf geflogen. Na? Braucht eine Sprengung. Danke. Man müsste so einen Schuss machen, wo beide Augäpfel rausfliegen. Aber den mache ich noch. Keine Panik. Das müssen diese Killer-Moskitos sein. Upsala. Wisst ihr, und da habe ich gedacht, warum soll ich den letzten nicht einfach so erschießen? So, weil jetzt der Kontrollpunkt erledigt und wir haben alle umgenietet. Und das einzige Interessante wird der Offizier sein, der hier irgendwo rumliegt. Da ist alles. Der Dienstplan. Schnelle Schussfolge, dafür weniger Geschwindigkeit, weniger Schaden. Ach komm, nee, will ich nicht. Kann der Wagen nicht explodieren? Hm, doch. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Bringen die Punkte? Aber es sind Zivilautos, die bringen keine Punkte, glaube ich. Krass, so ein Traktor ist richtig gefährlich, ey. Die Bauern sind jetzt die mutigsten Menschen für mich, die es gibt. Ach, durch den Dienstplan wurden die jetzt alle markiert. Krass, ich sollte doch häufiger die Offiziere ausplündern. Nur. Obwohl doch, wir gehen zuerst zum Kontrollpunkt, bevor wir zum Piloten runtergehen. Oder den Angriff der Partisanen. Weder noch. Die Leiche, die man gefunden hat. Britischer Soldat, der an den Strand gespült wurde. Warum? Der Kerl hatte geheimes Material. Immer mit der Ruhe. Gut, bleiben wir auf der Hut. Kommt die Explosion langsam.
Oh, scheiße, die Übertönung war schon rum, ne? Warum kann ich eigentlich nicht hier mit den Radios arbeiten? Also nee, sagen, ey, Junge, ab nach Hause. Muss verschwinden. Ich schreibe mit der Frage nach deinem Wohlergehen. Mutter schrieb, der Tod deiner geliebten Artu hätte dich sehr mitgenommen. Ich weiß, wie sehr du an dieser Katze gehangen hast und hoffe, sie hat nicht leiden müssen. Dein Neffe Max. Aber ich wünschte, ich hätte auf irgendwas Sicht von hier aus, ne? Hm, okay, vielleicht kriege ich Besuch da an der Seite. Komm, wirklich zwei gelaufen. Den kann ich total entspannt abschießen. Erster. Weiter. Und lustigerweise wurde meine Position verraten. Achso, ich habe nicht gewartet, bis der Generator klopft. Ein Pantherturm. Wie unangenehm. Ein was? Ein wo? Da. Wo soll seine Schwachstelle sein? Hier gibt's nichts mehr zu finden. Der Chat wünscht sich einen Eierschuss. Wollte ich mal so erwähnen. Habe ich nicht seinen Kopf getroffen? So ähnlich.